Während Claudio Castagnoli bei ECW und ROH alles aufräumt, was ihm irgendwie in die Quere kommt, ist bei der WWE noch alles offen. Herzlich willkommen zur 7. Episode des WWE 13 Universe Models mit Ole! Yeah! Ja, und bei der WWE, wen haben wir hier? JBL. JBL hat bisher schon einmal ein ganz klares Zeichen gesetzt. Aber was das natürlich bedeutet, wissen wir noch nicht. Wir haben eine weitere WWE-Show hier am Start und die ist geschmückt mit äußerst interessanten Matches. Schmackhaft. Allein wenn ich mir hier schon Match 2 oder 3 ansehe, also oder die Waldfee. WWE mal 13. Sehen, was uns dann da auch noch im Main Event erwartet. Aber Olli, vorher kümmern wir uns um den Opener Kurt Angle gegen Devon Dudley. Du willst das Tippspiel echt noch weiterführen? Wehe, du sagst Devon Dudley. Ja, sag ich auch. Nein. Nein! Schluss, aus, Ende. Kurt Angle bricht Devon jetzt einfach mal als sämtliche Knöchel. Ah, Moment. Hä? Achso, ich sollte vielleicht vorher noch auf Matches drücken. So. Ja. Ja. Oh, nein. Boah, ich bin echt erleichtert. Also hätte Kurt Angle jetzt auch versagt, gell, dann hätten wir den Dudley Boys und die WWE auch gleich schenken können. Richtig, es wäre dann ein totaler Overkill gewesen. Bei ja, mir. Aber volle Kanne. So, ein Non-Tag-Team-Title-Match. Die Hardy Boys gegen Eddie Guerrero und Rey Mysterio. Verdammt lecker, das Match. Oh ja, das ist wirklich lecker. Habe ich schon jetzt, bevor wir die Folge aufgenommen haben, habe ich schon zu Wolf gesagt, also normalerweise hätten wir das Match auch in Main Event setzen können, beziehungsweise hätte WWE das Match in Main Event setzen können. Also, das ist richtig. Vielleicht da kann man ja fast nur hoffen, dass wir beim Pay-Per-View sowas auch noch selbst sehen dürfen. Ja. Wer weiß, vielleicht, wenn schade. Eddie Guerrero und Rey Mysterio sich durchsetzen, vielleicht kriegen sie ja dann die Chance. Aber soll ich dir was sagen, Olli, ich glaube, die Hardy Boys werden ihren Titel hier gerecht. Nee, da gehe ich doch eher auf zwei Wahlmexikaner oder Wahlamerikaner, besser gesagt. Du gehst tatsächlich auf Guerrero und Mysterio? So ist es. Dann kann ich nur sagen, scheiße. Ja, scheiße, ne? Okay, wow, die Hardy Boys sind damit natürlich besiegt. Hui, vielleicht gibt's da ja ein leckeres Titelmatch bei Game Over. Lecker, lecker, lecker. Apropos Tag Team Match, eine äußerst interessante Combo haben wir in Match Nummer 3. Sting teamt mit Goldberg gegen ein Teil der Evolution, Ric Flair und Batista. Ja, geht ich nicht frage so mich ja... Ich frage mich wirklich, warum Sting und Goldberg? Weißt du, Goldberg hat bisher in zwei Shows versagt. Ist er so tief gesunken, dass er sich jetzt Hilfe bei Sting holt? So tief gesunken. Ja gut, ich meine, es wird interessant, wenn jetzt Goldberg Sting noch mit in die Misere zieht. Also das glaube ich passiert. Ric Flair bringt Goldberg zur Aufgabe. Also du gehst mit mir auf Ric Flair und Batista? Voll. Cool. Ja, weil Goldberg hat bei mir einfach verkackt. So, jetzt Sonderpunkte. Wer geht over? Flair oder Batista? Und wer gegen wen? Also du meinst, wenn jetzt jemand noch den richtigen Pin setzt, gibt's nochmal einen extra Punkt? Ja, warum nicht? Das haben wir das letzte Mal auch. Wie gesagt, Ric Flair, Goldberg. Ah, nee, ich gehe mal Ric Flair Sting. Okay, also sollte Ric Flair hier den Sieg holen, wird einer von uns einen extra Punkt kriegen. Und... es gewinnt. Wahrscheinlich kommt jetzt Goldberg. Oh, Sting. Oh. Sting besiegt Flair. Die Paarung war schon mal nicht schlecht von mir, aber ja, leider. Aber verkehrt rum. Schau mal an, Goldberg hat damit seinen ersten Sieg quasi errungen, aber er hat sich tatsächlich die Hilfe vom Stinger holen müssen. Ja, also er hat es nicht errungen, er hat sich irgendwie so durchziehen lassen vom Stinger. Ja, er hat sich durchziehen lassen. Ist ja bitter. Match Nummer 4 ist ein Number One Contender Match. Ja, hallo, wer denn? Und zwar richtig lecker auf den Intercontinental Title von Randy Orton. Ein Triple Threat Match zwischen Christian, The Miz und dem Godfather. Ja, interessant. Würde ich immer sagen. Interessant, und ich finde es mega schwierig, hier gerade einen Sieger rauszupicken, weil alle drei könnten es werden. Nee. Der Godfather hat mich halt sehr enttäuscht, deswegen traue ich mich nicht wirklich auf ihn zu gehen, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass wir Randy Orton gegen Godfather sehen bei Game Over. Allerdings traue ich will ja Tippspielpunkte kriegen, deswegen traue ich Christian den Sieg zu. Der wird gegen Randy Orton antreten bei Game Over. Den wollte ich eigentlich auch erst nehmen. Dann könntest du es auch immer noch tun.
Ja, aber ich muss aufholen, deswegen gehe ich auf Miss. Du gehst auf The Miss? Yep. Sieger und damit Number One Contender auf Randy Orton's Intercontinental Title ist... Jetzt kommt wahrscheinlich Todd der Godfather oder so. The Miss! Ja, geil! Mann! Fuck off! Das gibt es nicht! Damit sehen wir bei Game Over The Miss gegen Randy Orton um den Intercontinental Title. So ist es! Und wir kommen zum Main Event des heutigen Abends und da hat sogar der Intercontinental Champion eine kleine Rolle zu spielen. Er tritt nämlich an gegen Sheamus und das zusammen mit Brock Lesnar beziehungsweise als Manager. Was ist das? Hä? Wie? Ich find's auch äußerst seltsam. Wir haben hier quasi den Intercontinental Champion, der an seiner Seite den WWE Champion hat. Was ist denn da los? Ja, aber wieso Orton mit Lesnar? Ich hab keine Ahnung. Ich versteh's auch nicht so ganz. Aber Randy Orton hat sich für sein Non-Title-Match gegen Sheamus Brock Lesnar zur Seite geholt. Interessant. Also wirklich interessant, gell? Ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das Ganze einschätzen soll. Da könntest du eigentlich auch sagen, dass sich die Gegensätze eigentlich anziehen in dem Match. Das wäre es ja wirklich, dass sich jetzt hier die Champions irgendwie der WWE zusammensetzen. Vielleicht kommt jetzt noch John Cena und kommt da zu Sheamus oder so und dann gibt es hier ein Tag-Team-Match. Stimmt, da ist ja auch was gewesen. Das könnte sogar relativ plausibel sein. Was macht aber Alberto Del Rio hier? Drehen sie jetzt alle durch oder was? Okay, der setzt sich einfach mal an den Kommentatorentisch, Pult. Was hat Alberto Del Rio denn jetzt hier zu suchen? Okay, ich bin dezent verwirrt. Wie man hört, ich auch, aber... Keine Ahnung. Dein Tipp jetzt. Also ich sage, Randy Orton macht das. Ich gehe auf Sheamus. Okay. Ganz klar, weil... Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Del Rio auf der Seite von Sheamus steht oder dann doch eher Orton gesonnen ist. Genau, das weiß man jetzt nämlich leider nicht. Dass sich hier vielleicht das erste Killer, also das richtige Killer-Stable formiert, weil... Ich hätte jetzt gesagt, wenn Alberto Del Rio vielleicht sogar noch Tag-Team-Champion gewesen wäre, dann hätte man sagen können, wow, alle Champions sind gerade auf dem Bildschirm, wenn sich da mal nicht eine Alliance bildet. Ja, das wär sozusagen die... Ja, mit was kann man es vergleichen? Das könnte man eigentlich wieder Evolution vergleichen damals. Fast, ja, genau. Alter Verwalter, also das ist kam jetzt überraschend, weißt du? Was haben die denn da jetzt geplant? Was hat Alberto Del Rio mit der ganzen Sache zu tun? Und warum unterstützt Brock Lesnar Randy Orton? Vor allem frage ich mich jetzt die ganze Zeit, welche Rolle spielt jetzt Cena noch in der ganzen Geschichte? Ja, richtig. Weil jetzt wurde Del Rio noch dabei hast, dann sind es jetzt mittlerweile 5 Leute. In dieser ganzen Konstellation, weil jetzt hast du diesen Sheamus. Ja. Ob er jetzt mit Del Rio und mit Cena vielleicht sogar zusammenhängt, man weiß es nicht. Hängt Del Rio mit Lesnar zusammen und mit Orton zusammen, man weiß es nicht. Ich bin gerade so total perplex, weil ich mir gerade vorstelle, wir haben so viele Leute jetzt hier irgendwie im Raum. Am Ende kämpfen sie dann bei Game Over alle um Titel. Und am Ende geht dann der Great Khali mit dem Titel aus der Hand. Ja. Na, jetzt mal ohne Scheiß, dass irgendwie die sich einfach denken, wir booken jetzt hier ein Championship Scramble Match, wo jetzt alle Akteure irgendwie mitarbeiten. Das ist interessant. Wie krass wäre das denn? Also wirklich so Sheamus, Cena, Del Rio, JBL, Brock Lesnar und von mir aus sogar noch Orton. Stimmt, JBL hängt ja auch noch in der ganzen Sache mit drin. Immerhin hat er ja in der letzten... Immerhin, der hat Lesnar clean besiegt. Clean, aber wie dominant auch noch. Also das ist ja... Das wirft ganz schön viele Fragen auf. Also ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier denken soll. Ja, ich auch nicht. Vor allem die Tatsache, dass ich Orton jetzt hier Lesnar an die Seite stelle, also... Ist Orton so eine Muschi geworden, oder wie sieht's hier aus? Ja, vor allem, warum sollte man dann natürlich Randy Orton jetzt auch noch in das Championship Scramble Match packen, wenn er ja eigentlich jetzt hier scheinbar mit Lesnar eher zusammenarbeitet? Richtig. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Lesnar irgendwie jetzt gegen Randy Orton turnt oder so. Also nee. Würde ja gar keinen Sinn machen. Im Leben nicht.
Alter Verwalter, du. Es ist teilweise echt noch interessanter, wie es sich jetzt da bei der letzten Ring of Honor Show entwickelt hat, hier mit Claudio und Beth Phoenix. Das natürlich auch. Ey, ich sag's dir, ich traue dem Universum ja alles zu, gell? Gleich kommt Claudio, verpasst allen Uppercut und geht mit beiden Titeln nach Hause. ich glaube, das macht er bei Game Over dann. All titles on the line im ersten Pay-Per-View. Scheiß auf alles. Richtig. Alter Verwalter, ey, da muss man ja schon echt ein bisschen Angst haben. Richtig. Ich glaube, da ist es hin und wieder nicht schlecht, dass wir mal selbst eingreifen, nicht, dass es dann wirklich zu krass werden soll. Ja, die übertreiben da ganz schön. Mein lieber Scholli, es ist ja eigentlich ein ganz schön unbedeutendes Match jetzt hier. Es geht weder um Titel noch um irgendeinen Spot. Oder vielleicht geht es ja doch um Spot, wir wissen es nur nicht. Ja, das richtig. Kann natürlich schon auch sein. Aber dennoch, ein bisher aber auch recht ausgeglichenes Match der beiden hier. Das auf jeden Fall. Ich frage mich halt jetzt wirklich, was wem jetzt einen Sieg bringt zum Beispiel. Also, was bringt Sheamus einen Sieg? Ich meine, wir brauchen ja rein theoretisch, sollte es nicht zu diesem absoluten Overkill kommen, brauchen wir ja noch einen Number One Contender für Brock Lesnar. Vielleicht, wow, ich dachte schon, vielleicht qualifiziert sich Sheamus aber auch für den Titel von Randy Orton natürlich, wenn er jetzt gewinnt, trotz der Qualifikation von Miz. Alter, ist das hier schon vorbei? Nein. Nee. Noch nicht. Ja, aber dann frage ich mich aber auch wieder, wie es geht. Oh, jetzt geht's los. Ja, da ist Lesnar. Jetzt geht's Geplänkel los. Okay, der Ref. Verbannt er jetzt schon endgültig? Nein. Ja, da hat er verwiesen. Was? Nein. Nicht beim ersten Mal. Oh, okay, oh nein! Nein. Wird geblockt von Sheamus und jetzt muss er doch eigentlich die Initiative ergreifen. Das war jetzt der Moment, wo Orton gebraucht hat. Als Lesnar auf dem Apron war, Sheamus wahrscheinlich leicht abgelenkt und da konnte er schon zum RKO ansetzen. Also. Aber schau mal an, der Sheamus ist aber clever, Beide. Der hat aufgepasst. Der Rio sitzt noch nach wie vor recht ruhig am Rand. Vielleicht guckt er sich das Ganze ja auch nur an, weil er weiß, was ihm vielleicht nächste Woche erwarten wird. Man weiß es nicht. Oh, Sheamus am Bluten. Schau mal an, eine Platzwunde hier bei Sheamus. Ist das ein gutes Zeichen für Randy Orton, das Ding hier doch noch zu drehen? Oder lässt sich hier der Celtic Warrior nicht aus der Fassung bringen? Und schau mal an, der Orton rastet aus. Ja, Orton hat jetzt Blut geleckt, ganz klar. Oh, schau mal, noch so ein DDT und da öffnet sich die Platzwunde aber gleich nochmal ums Dreifache. Lesnar irgendwie am Apron, aber der guckt wahrscheinlich nur Orton irgendwie angefeuert. So von wegen, schau, der blutet schon. So richtig blutrünstig jetzt. Clothesline-Kombination. Oh! Powerslam noch hinterher. Boah, ich dachte, das wäre jetzt der RKO schon. Das wäre natürlich geil gewesen, so aus dem Clothesline-Konter. One! Nein! Wow! Schau mal an, der Sheamus ist aber noch nicht fertig hier. Richtig, aber jetzt in dem Moment, wo Lesnar oben auf dem Apron war, habe ich mir vielleicht gedacht, nächste Woche. Vielleicht stehen sich die beiden gegenüber. Wirklich? So vielleicht gibt es auch ein Tag Team Match oder vielleicht greift Cena ein, vielleicht der Rio, es sind so viele Möglichkeiten da. Boah. Aber vorher brauchen wir noch einen Sieger. Okay, oh, und schon wieder ist Sheamus cleverer. Schau dir das mal an, ey. Der Junge weiß, wie es läuft. Ja, aber mir gefällt es mit der Rio da draußen nicht. Der wird sich ja bestimmt nicht aus Langeweile eingesetzt haben. Ja, aber irgendwas muss doch irgendwann kommen. Oh, schöner Belly-to-Belly-Konter von Sheamus. Jetzt muss er doch mal Gas geben. Aber Randy Orton, der lässt sich nicht unterkriegen. Der hat zwar auch schon kassiert und konnte ums Verrecken kein RKO durchbringen, aber das langt ihm noch nicht. Oh, brutaler Stomp gegen die Stirn hier. Und jetzt Sheamus vielleicht... Oh, schon mal zwei Package? Oh. One? Nein. Da hat sich der Ref jetzt aber eine lange Zeit gelassen. Ja, ich glaube, der hat genauso wenig damit gerechnet wie wir gerade. Oh Mann, Name Sheamus, der bei dem dann natürlich auf seiner extrem weißen Haut das Blut erst recht sieht. Naja, genau. Oh, und jetzt eine harte Aktion. Der Camel Clutch, da muss man natürlich aufpassen. Bei so viel Blutverlust. Sich der Celtic Warrior einfach wieder raus. Stark. Der macht das in der Manier wie ein Brock Lesnar. Steht einfach auf. Natürlich beeindruckend. Vielleicht will er einen Brock Lesnar da schon einschüchtern.
Ja, ich meine, es will trotz allem irgendwann mal irgendjemand das große Gold halten. Und ich meine, um das große Gold zu halten, muss man halt an Lester vorbei. Jetzt das Cover. Ja, das war nix. So kannst du einen Sheamus nicht besiegen. Und schaust dir an, wie er einfach kontert! Boah. Alter! Das muss es doch sein. Das muss es sein. Einfach die Attacke von Randy Orton ausgekontert. Ja, da ist Lesnar. Lesnar tobt natürlich jetzt. Aber Randy Orton ist da gerade raus. Sehe ich das richtig? Ja, ja. So, jetzt ist Lesnar raus. Randy Orton ist gerade übelst über das oberste Seil geflogen. So, und jetzt müsste eigentlich den Rio auf den Plan rufen. Alter, wenn das der da jetzt natürlich noch ruhig sitzen bleibt. Aber guck mal, es fehlt eigentlich nur gerade, dass er noch eine Tüte Popcorn in der Hand hält. Boah, ich schau dir den Sheamus an, ne? Der hat... Boah. Alter, was der kassiert. Au, 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 au. Aber der Randy Orton ist auch nicht down zu kriegen, gell? Die schenken sich ja beide nichts gerade. Schenken sich überhaupt nichts, als ging es wirklich um die Qualifikation auf Lesnars Titel. Boah, schön über die Ringtreppe geschmissen. Das gibt's ja nicht. Es fehlt nur noch, dass sie zu den Waffen greifen, weil sie keinen Bock mehr auf sich haben. Ja, so ist es. Aber schau dir das an! Schon wieder! Ach. Nein! Oh mein Gott! Gekontert in einen Facebuster, natürlich sehr ungemütlich auf den harten Hallenboden hier, face first. Randy Orton, der ist aber auch... Also hier sind beide on fire! Small Package! Ein Roller! One. Wahnsinn! Boah. Wahnsinn! Ey, was ist das hier für ein Match? Ist ja richtig gut! Und da ist er! Da ist er! Alter, out of nowhere! Der RKO, wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ey, Sheamus ist so am Bluten. One, two, three. Es ist vorbei. Alter! Was für ein Match, ne? Also, dem muss ja die Birne klingeln. Ja, absolut. Boah. Und wie offen das Match war, hier hätte jeder gewinnen können. Ja. Beide haben so schon zweimal die Chance gehabt, das Match für sich zu entscheiden. Ja. Orton zweimal die Chance gehabt auf seinen tödlichen RKO. Sheamus nach diesen zwei Razor Edge Varianten konnte das Cover nicht durchbringen. Einmal verschuldet durch Lesnar. Und dann schaust du an, der dritte und letzte RKO hat dann einfach mal das Ende besiegelt. Und es ist auch lächerlich, dass sie in den Replays nicht mehr bluten. Richtig. Oh, was geht jetzt ab? Was, ein Handshake? Das glaube ich nicht. Oh, Sheamus hat gar keinen Bock auf den Handshake. Das ist ja interessant. Und wo ist der Rio? Also das finde ich jetzt seltsam, dass ein Randy Orton jetzt sagt, hey, geiles Match, Bro, oder so, weißt du? Naja. Hä? Eher nicht. Und dann hat Sheamus auch noch keinen Bock. Der ist wahrscheinlich schon pissed, dass er Randy Orton nicht klein gekriegt hat, weil er vielleicht die Chance auf ein Titelmatch natürlich verloren hat. Ja, aber stell dir mal vor, warum er die Hand weggeschlagen hat von Orton. War es nicht Lesnar, der in Ortons Ecke stand, der wahrscheinlich das siegbringende Cover jetzt gestört hatte? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr etwas mehr. Schreibt wie immer eure Theorie in den Kommentaren. Und ich bin natürlich jetzt mega heiß auf die nächste ECW-Show. Was passiert zwischen Claudio und Hero? Das wird mal interessant. Auf jeden Fall. Deswegen verlieren wir keine Zeit und sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Einschalten. Yeah.